So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ich hatte gerade vor 10 Minuten den ersten Teil durchgezockt und dachte mir, jetzt fängst du auch gleich mit dem zweiten an, denn ich bin gerade so ein bisschen im Flow und hab voll Bock drauf und so. Deswegen, warum nicht? Ja, ich hab Enter gedrückt, geht doch. So, Optionen habe ich bereits eingestellt. Ich würde sagen, ich fange direkt an mit dem Story-Modus. Ja, Sitzung. Neues Spiel erstellen. Name eingeben. Tja, der Name ist natürlich klar. Sehr schön. Passt, wackelt, hat Luft und es geht los. Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. 1000 Jahre Geschichte fließen durch meine Adern. Zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdig und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Ja, und wie schon gesagt, setzt das Spiel genau dort fort, wo der erste Teil aufhörte, nämlich in dem Moment, wo wir auf diese Wand blickten. Und dort geht's jetzt weiter. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los! Sie hat Blut auf ihrer Kleidung. Was hat sie gemacht? Rein da. Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Okay. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Ah, ich würde mal sagen, der alte Sack ist tot. Ich beantworte all deine Fragen später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay. Okay. So, Beliebig-Taste ist gedrückt. Wir steigen ein. Mal schauen, was das Ganze so auf sich hat. Subject 17, Desmond Miles. Das sind wir, wie schon gesagt, Subject 16. Genau, war vor uns. Zugriff auf Erinnerung. Eine Geburt, auch nicht schlecht. Ah, Bella Italia. Scheint Italiener zu sein. Es ist ein Junge. Oh, Liebling. Es tut mir leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Gib den mir. Giovanni. Psst, meine Liebe. Alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe. Ja, ganz witzig. Jetzt sind wir hier. Kleines Baby. Und müssen uns bewegen. Zappeln hier ein bisschen rum. Hört ihn an.
Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Ein schöner Name. Okay, ein paar spätere Erinnerungen. Ja, was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Tja, also ohne jetzt viel vorwegzugreifen. Wir waren im Animus und haben praktisch nicht Altair gesteuert. Es war wesentlich später und... Abstergo hat echt abgefahrene Innen. Naja. Ja, eigentlich ganz schick. Und es war halt in Italien und nicht mehr in... Gott weiß wo. Ich mache Meldung. Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Wiederhole. Aber erstmal müssen wir jetzt hier aus Abstergo rauskommen. Können wir kämpfen? Da sind sie. Lasst sie nicht entkommen. Alter, die hat's voll drauf. Geil. Und noch einmal drüber laufen. Fette Sache, was? Okay. Vielleicht mal ein bisschen Aufklärung. Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Du bist gut. Das höre ich öfter. Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. So. Raus geht's. Kann ich auch sprinten? Ne, ich kann nicht mehr sprinten. Vorsicht. Okay. Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir. Aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern... Auch einmal durch so ein fettes Gebiet, wo man praktisch gar nicht ungesehen bleibt. Ist das ein Animus? Das sind Animusse. Moment. Wait. Ja. Was zur... Voll das Labyrinth. Was gibt's denn davon? Diverse. Bleib bei mir. Ja, ja. Sagt man Animusse? Ja, habe ich mich auch eben gefragt. Animusse. Für viele Subjekte offenbar. Subjekt 16 war nicht der letzte und wir auch nicht. Ich dachte, die Karte wahrscheinlich. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Scheiße. Komm schon. Na? Was hast du gemacht? Ich hab keine Ahnung. Gehen wir. Naja, gibt ja nur 4 Fakultätfähig-Möglichkeiten. Nee, nicht wahr. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Hörst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? Oh ja, das sind einige. Müssen wir jetzt kämpfen? Bam! Prügelei. Auch nicht schlecht. Können wir überhaupt blocken? Ja. Bam! Abgeblockt. Ah, scheiße, hat er mir doch eine geknallt hier. Tja, sie ist schon mit ihren 4 fertig. Ey. Frechheit. Nice. Ja, was man sieht, ist... Ups. Es sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als der erste Teil. Noch besser. Ja, klar, ein Kofferraum. Wir sind fast da. Na dann. Schöne Autofahrt.
Oh ja, das war ja schon mal ein actionreicher Start. Sind aus Abstergo endlich raus, sind kein Gefangener mehr wie im ersten Teil. Aber wohin werden wir jetzt gebracht, ist natürlich die nächste Frage, die ansteht. Wir werden es sicher bald erfahren. Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Kofferraum. Super. Tja. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Ist klar. Ach, jetzt können wir gehen. Okay. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein, nein, du hast mich in Aktion gesehen, ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Oh ja. Ich bin nur ein Mann. Manchmal das ist das schon genug. Das stimmt. Deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen Ezio Auditore de Firenze. Ah, genau da lang, okay. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Fuck yeah, geile Assassine werden wir. Das ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Oh, na gut, warum nicht? Okay, ich bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Außerdem hat sie Brüste, das ist sowieso immer ein gutes Überzeugungsmittel. Lucy, du hast es geschafft. Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute der zählt. Kerl sieht aus wie ein Spießer irgendwie. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Ehrlich mal. Und wir legen los. Hier. Wie so ein, ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Na, wie so ein Student an der Harvard-Uni oder sowas. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Okay, während die sich den Code anguckt, gucken wir uns hier sonst mal so ein bisschen um. Hey. Reden wir mal. Ich wollte mich nur bedanken und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke... Und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Alles klar. Können wir da was machen? Ne, wir können nochmal mit ihr reden. Das wäre stumpf. Ja, ich bin ein kontaktfreudiger Mensch. Hey Desmond, wie geht's? Ich frage mich, sie offenbar auch. Was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz, keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles was die können, kann ich besser und schneller. Na, ein Glück. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist, dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Okay, ich guck mich weiter ein bisschen um noch. Moderne Kunst oder was ist das? Gut, da können wir nichts dran machen. Ich guck mich hier noch ein bisschen weiter um. Ah, ein paar Bücher. Oh, ein Schachbrett. Was ist denn das für ein Zeug?
Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst, ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank, eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Geile Sache. Aber nicht nur Daten. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten. Ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Oh, der ist ja schon mal richtig sympathisch, der Kerl. Oh, geil. So ein dicker Flatscreen. So einen will ich auch haben. Alter, das Ding ist voll monströs. Schade. Boah, geil. Alles klar, mehr gibt's hier offenbar nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Animus 2.0. Ja, genau. Nehmen wir mal Platz. Das Ding ist schon wesentlich ergonomischer geformt. Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du, ein kleines Mädchen? Sean. Arschloch. Und los. Und los geht's. Okay. Wo sind wir hier? Oh, geil. Gleich hier erstmal eine Trophäe bekommen. Mehr oder weniger. Ja, Ladebildschirm wahrscheinlich. Und das ist natürlich auch wesentlich epischer gemacht hier. Mit dem Aufbau. Wir befinden uns in der Republik von Florenz im Jahre 1476. Und es sieht noch besser aus, das Spiel, als der erste, selbstverständlich. Was auch immer das heißt. Danke. Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre. Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz. Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot. Ah, Prügelei. Sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Geil. Und Stein. Und damit hat er auch eine Narbe da, glaube ich. Wie schon Desmond und... gekontert. Eine dicke Kopfnuss ihm gegeben hier. Oh, Entschuldigung. Was auch schön ist, ist, die Gegner haben jetzt eine Lebensanzeige. Was das Ganze natürlich wesentlich besser macht, Gegner zu bekämpfen. Man weiß, wie viel Leben sie haben und wie viel sie noch aushalten. Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Ja, kann er. Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Schlägerei!
Bam! Der Kopf noch so das Knie noch in die Fresse bekommen. So, der ist hinüber. Nächster. Mit Kontern ist das gar kein Problem hier. Die zu erledigen. Oh, der hat ja nicht viel ausgehalten. Schwächling. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, der hat ein bisschen Blut ausgespuckt, oder... schön, wo auch immer hin. Auf jeden Fall sah es schmerzhaft aus. Nicht mit mir, nicht mit mir. Oh, haben die Fett auf die Fresse bekommen, was? Wir haben fast gewonnen. Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Yay, Leichen durchsuchen. Naja, nicht ganz. So, wie ging das doch gleich? Plündern, genau. 200 Florin plündern. Ja, das kann man jetzt auch machen. Es gibt nämlich Geld im zweiten Teil, mit dem man sich verschiedenste Dinge kaufen kann. Was verrate ich jetzt mal noch nicht. Für die, die es noch nicht kennen. Die werden es dann sehen. Alter, 10, komm, ihr habt doch wohl ein bisschen mehr Kohle bei euch. Alter, wie die alle nur 10 bei sich haben, können die nicht mal ein paar 100 haben? 9, ja. Anstatt dass einer gleich mal 100 dabei hat, nein. 17, ja, sowas will ich sehen. Genau, Hälfte habe ich schon zusammen. Oh Gott, fehlt nicht mehr viel. Ach ja. 17, sehr schön. 15, auch gut, kann ich noch mit leben. Komm, jetzt einmal so 30, 40. Ach, da leck mich doch. Komm, jetzt 0, der hat 0 bei sich. Ah, umgekehrte Psychologie klappt in gewissem Maße. Der hat wieder ganz viel bei sich. Ah, okay, oder auch nicht, gut. Dahin muss ich. Schnell, Ezio. Sprechen. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Sehr schön. Okay. Und der andere erst. Federico zum Doktor folgen. Akzeptieren wir und folgen ihm. Oh, der sprintet. Okay. Kann ich auch. Ja, hoch mit dir. Oh ja. Tja, er ist zwar noch kein geübter Assassine, aber er kann jetzt schon klettern. Scheiße. Sehr schön. Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Der Humor ist auch wesentlich besser. So dieser typische italienische Humor. Das war's auch schon und jetzt verschwinden. Sehr schön. Grazie. Ja, genau. Es gibt halt Ärzte. Herrliche Nacht. Allerdings. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Tja, man kann nicht alles haben. Warte, sie sind's. Ah. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Tja, diesmal kein Heu, sondern Laub. Ich gebe mir lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Hä? Okay. Wohin?
Zum Dach dieser Kirche. Da hoch, okay. Ist drin. Ist geritzt, das Ding. Dann auf drei. Uno, due, tre. So. Der Kleine muss noch so viel lernen. Hoffentlich habe ich hier den richtigen... Ich schäme mich fast ein bisschen. Jawohl. Oh, Versagen ist keine Chance. Und schon gewonnen. Ohne Probleme ihn abgezogen. Wohin gehst du? Wart ab. Tja, kein ausgebildeter Assassine, aber trotzdem kann... Ezio Auditore de Firenze, ich werde ihn einfach Ezio nennen, so wie er eigentlich auch genannt wird immer, klettern, rennen und alles kann er, muss er nur noch das Töten lernen. Nöch? Ein gutes Leben, Bruder. Das Beste möge es sich nie ändern und möge es uns nie ändern. So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nach. Na gut, der schönen Christina Vespucci einen Überraschungsbesuch abstatten. Machen wir. So, und was er natürlich auch schon kann... Ist synchronisieren, was er können muss. Vielmehr. Die Musik hat sich ein bisschen geändert beim Synchronisieren und es sieht natürlich noch besser aus. Kaum zu glauben. Und das kann er auch schon. Cazzo Vieri. Ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Trottel. Ha, erstmal die Strähne aus dem Gesicht machen. Okay. Da ist unser Ziel. Ja, man sieht hier, es gibt hier zum Beispiel einen Färber. Kann man Kleider färben oder sich einen vergrößerten Medizinbeutel holen, denn es heilt sich nicht mehr komplett automatisch, sondern, also heilt sich schon, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall kann man sich auch selber heilen. Rebecca 84. Ich werde, du kannst größere Taschen zum Tragen deiner Ausrüstung von einem Schneider kaufen. Vielleicht können sie sogar deine Kleidung ändern. Unter den Händlern der Renaissance gehörten Schneider des zur neuen Mittelklasse. Sie wurden gut bezahlt dafür, dass sie die Reichen nach der neuesten Mode einkleideten. Vielen gelang es, aufgrund des intimen Charakters ihrer Arbeit eine enge Beziehung zu ihren Kunden aufzubauen und lange anhaltende Bindungen zu schaffen. Geht's noch weiter? Ne, war's. Alles klar. Ja, gut. Florenz, ja, ich würde sagen, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich hier mal ein bisschen synchronisieren, ne? Schaden wird's wohl nicht. Oh, da sind schon Wachen, hätte ich hier fast gesagt. Die Prügelknaben. Genau, und es gibt Schmiede. Da gehen wir auch mal kurz rein. Kann man reparieren, Rüstung kaufen, Waffen kaufen, kleine Waffen kaufen und kein Munition. Geld mehr. Doch, hab wie ich. Schade. Wie schade. Ach ja, ich weiß nicht, warum ich denke, dass die alle schwul sind. Das ist einfach nur so ein Gefühl, aber... So, da will ich hoch. Und da er ganz gut klettern kann... Und wesentlich besser klettern kann, wesentlich schneller als Altair, ist das schon mal angenehmer geworden. Oh ja, das hätten wir synchronisiert. So, nächstes ist dort.